Verhören, verliken. Was ist das? Du hörst 365 Tage im Jahr kostenlos und werbefrei unsere Kopfkinoproduktionen. Das müsste doch ein Like wert sein. Kostet nichts und ist schnell erledigt. Dein Hör mal zu Team. Klaus Löwitsch in Trobung aus dem Hinterhalt in Stereo. Was Sie hier sehen, ist die Markierung für die Lichtschranke. Wenn Els Wagen diese passiert, wird automatisch hier die Bombe ausgelöst. Das ist eine Methode, nach der Terroristen international operieren. Bechtler muss ein technischer Berater gewesen sein. Inzwischen wissen wir, dass es sich bei L um Professor Lucco handeln muss. Er gehört zu den Personen, für die höchstes Sicherheitsrisiko gilt. Auf Bechtler wurden wir durch Informationen von ausländischen Kollegen hingewiesen. Leider ist uns offenbar einer seiner Auftraggeber um Minuten zuvorgekommen. Immerhin konnten wir all diese Unterlagen sicherstellen, Herr Reiser. Ich habe schon bereits... Ja, wir müssen schnellstens handeln. Ich weiß nicht, ob die Gruppe jetzt noch an diesem Plan festhält. Jedenfalls ist Professor Lucco in größter Gefahr. Es ist gut, dass Sie gleich gekommen sind, Dr. Galm. Was sagt Lucco? Haben Sie schon mit ihm persönlich gesprochen? Das hat Dr. Roland getan. Professor Lucco ist im Augenblick auf Urlaub in Portugal. Sie haben heute früh mit ihm gesprochen? Ja. War natürlich sehr irritiert, aber er nimmt an, dass Sie dafür sorgen werden, dass bis zu seiner Rückkehr die Gefahr behoben ist. Um welche Strecke, glauben Sie, handelt es sich hier? Das müsste man überprüfen. Vielleicht um den Weg von seinem Haus in Schmidtstein ins Werk? Oder auch in Hamburg, die Strecke Flughafen-Hauptverwaltung, die fährt er auch oft. Es muss ja eine Strecke sein, die er oft benutzt. Ja, er wechselt die Strecke zum Werk allerdings häufig. Wir werden das untersuchen. Die möglichen Strecken zwischen Schmidtstein und Frankfurt werden bereits überprüft. Bleibt also Portugal. Ist er denn häufig dort? Und er ist zum ersten Mal in Portugal. Er hat dort ein Haus gemietet. Seit wann genau? Seit knapp einer Woche. Wer genau kennt seinen Aufenthaltsort? Das Sekretariat. Und wir beide. Und dann sicher die Haushälterin. Wer ist das Sekretariat? Zwei Sekretärinnen hier. Eine hat er mit in Portugal. Ja, jede dieser Personen hat wieder Kontaktpersonen. Sehr geheim wird sein Urlaubsort nicht bleiben. Geben Sie mir bitte die Adresse. Er hat eigentlich dringend gebeten, da unten nicht belästigt zu werden. Er möchte auch keine Beunruhigung für seine Frau. Ich schicke einen Beauftragten hin, der so diskret wie möglich vorgeht. Das ist auch in unserem Interesse. Hier ist seine Adresse. Danke. Bitte begleiten Sie die beiden Herren nach unten. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung. Sie können mich jederzeit anrufen. Danke. Und wenn Sie auch ein bisschen mithelfen würden, da Sie ja Professor Lucco offenbar näher kennen? Ja, wir sind Freunde. Wir haben gemeinsam gearbeitet an Zeputan. Das Zeputan-Projekt ist unser gemeinsames Forschungsergebnis. Zeputan? Zeputan ist das von Professor Lucco entwickelte Insektizid, das seinen Ruhm und die Bedeutung der Eurochem begründet. Da es mir sicher nicht schmecken würde, kenne ich es nicht. Sie sind schon da, das ist ja ausgezeichnet. Ich wusste gar nicht, dass Sie jonglieren können. Ich auch nicht. Eines Tages wandeln Sie noch auf dem Wasser. Nur wenn eine Frau wie Frau Pölz sich es von mir verlangt. Und was kann ich für Sie tun? Ich möchte, dass Sie morgen nach Portugal reisen. Wie ist denn das Wetter da? Es geht um ziemlich viel. Mit anderen Worten, auch da ist das Wetter beschissen. Ist Ihnen Klaus Friedrich Lucco ein Begriff? Professor der Chemie, Chef der Eurochem AG, seit 2 Monaten verheiratet mit einem jungen Model. Woher wissen Sie das? Ich bin ein weltoffener Mensch und lese beim Friseur goldene Blätter. Beim Friseur? Sie haben mich überführt, es war beim Zahnarzt. Dieser Lucco steht auf der Abschussliste einer terroristischen Gruppe. Wir haben das alles beim toten Bombenbastler namens Bechtler sichergestellt. Sieht schlecht aus. Die beiden Herren, die eben bei mir waren, ein Dr. Galm, Lucos Stellvertreter im Vorstand der Eurochem, und Dr. Roland, ein enger Mitarbeiter, werden uns unterstützen, hoffe ich. Im Augenblick ist Lucco in Portugal in Sicherheit. Aber ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Ich weiß, dass er nicht sehr aufgeschlossen ist, aber Sie werden das schon hinkriegen. Vor allem möchte ich international im Augenblick niemanden einschalten. Ich möchte keine Beunruhigung und überhaupt kein Aufsehen. Lieber Kriminaloberrat, nur um kein Aufsehen zu erregen, bin ich verdammt teuer. Vor allem, wenn das Wetter schlecht ist.
Wir können ja vielleicht an anderer Stelle wieder einmal sparen. In diesem Fall können wir uns keine Schlappe erlauben. Wenn alle Pensionsberechtigten so denken würden, wir wären im Paradies. Herr Gundlach, ich bin Hanna Kriebeck, die Sekretärin von Professor Luko. Ich soll Sie abholen. Nett, aber ich würde gerne erst mal auf mein Zimmer gehen. Wir müssen sofort fahren. Bitte? Professor Luko hat nur bis 16 Uhr Zeit für Sie. Die Fahrt dauert ungefähr 40 Minuten. Es bleiben Ihnen also genau 30 Minuten für Ihr Interview. Das ist ja eine äußerst strenge Rationierung von Zeit. Tja, damit werden Sie sich abfinden müssen. Glauben Sie, dass ich das muss? Sie wollen etwas von Professor Luko, oder? Es ist doch wohl normal, dass er... Ich diskutiere nicht. Wenn Sie nicht mitkommen wollen, werde ich Professor Luko davon in Kenntnis setzen. Für welche Zeitung schreibt denn dieser Gundlach? Für eine wissenschaftliche Zeitschrift. Etwas ganz Seriöses. Herr Gundlach, bitte nehmen Sie Platz. Dazu wird kaum Zeit sein. Wie meinen Sie das? Sie haben für mich bis 16 Uhr vorgesehen. Glücklicherweise ist Frau Kriebeck eine zügige Fahrerin. Die Frage ist nur... Wollen Sie bitte Platz nehmen? Macht es Sie nervös, wenn ich hier stehe? Offen gestanden, ich begreife nicht ganz, warum das BKA mich mit Ihrem Besuch belästigt. Sie sind über alles informiert? Ja. Gut. Also, hier die Lichtschranke. Da irgendwo platziert die Bombe, die ausgelöst wird, sobald Ihr Wagen die Schranke passiert hat. Um welche Strecke handelt es sich, Ihrer Meinung nach? Ich weiß es nicht. Die arbeiten mit äußerster Präzision. Was werden Sie tun? Was planen Sie zu unternehmen? Irgendetwas muss doch geschehen. Deshalb bin ich hier. Hier, Herr Gundlach, bin ich in Sicherheit. Wer sagt Ihnen das? Ich habe dieses Anwesen von jemandem gemietet, der nicht einmal meinen Namen kennt. So ein Engländer, ein Herr, der irgendwo in Wales, glaube ich, Pferde züchtet. Ich habe dieses Haus gemietet vor einem Monat. Dass ich hierher gefahren bin, wissen nur meine allernächsten Mitarbeiter. Professor Geim, Dr. Roland, Ihre Sekretärinnen, Ihre Haushälterinnen und deren Freunde. Sie wollen doch nicht sagen, dass diese Menschen Kontakt zu Terroristen haben. Nein, nein. Es ist undenkbar, dass mir hier etwas passiert. Es geht darum, dass Sie dafür sorgen, vor meiner Rückkehr diese Leute zu fassen. Und ich erwarte von Ihrer Behörde, dass sie diese Bedrohung effizient und schnell beendet. Wenn das so einfach wäre. Ihre Behörde war ja nicht davon abzubringen, Sie hierher zu schicken. Und damit möglicherweise eine Spur nach hier zu lenken. Ich halte das für einen Fehler. Das ist nicht meine Behörde. Ich arbeite nur ausnahmsweise und in besonderen Fällen für das BKA. Niemand weiß, wer ich bin und warum ich hier bin. Außer Ihnen. Oder haben Sie Ihre Frau eingeweiht? Selbstverständlich nicht. Ich werde Sie doch nicht beunruhigen. Bravo. Vor allem, da Sie ja der Meinung sind, hier mit tödlicher Sicherheit außerhalb der Gefahr zu sein. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass ich mich ganz kurzfristig für diesen mit mir überhaupt nicht in Verbindung zu bringenden Ort entschieden habe. Ich muss Sie aber doch fragen, ob Frau Kriebeck eine absolut zuverlässige und loyale Mitarbeiterin ist und ob Ihre Frau nicht vielleicht doch ein gewisses Sicherheitsrisiko darstellt. Wie lange kennen Sie sie? Herr Gundlach, würden Sie jetzt bitte gehen. Sagen Sie Ihrer Behörde, dass ich von ihr erwarte, alles Menschenmögliche zu tun, unsere Sicherheit zu garantieren. Wir werden erst zurückkommen, wenn die Gefahr vorbei ist. Ich halte es, wie gesagt, für äußerst unklug. Störe ich? Ja. Hör mal zu. Dein Kanal. Herr Gundlach wollte sich gerade verabschieden. Hanna, Frau Kriebeck fährt Sie zurück. Sie sind heute Abend noch im Hotel, nehme ich an. Wenn mir irgendetwas einfallen sollte, was Ihnen weiterhelfen könnte, werden Sie von mir hören. Sonst besteht ja wohl kein Anlass für weitere Treffen. Meine Frau und ich haben einige recht unangenehme Erfahrungen mit Ihren Pressekollegen gemacht. Wir hätten jetzt gerne unsere Ruhe. Sagen Sie das Ihrer Redaktion, Herr Gundlach. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Unangenehmer Mensch. Wie dir sagte, dass du störst. Unverschämt. Ungeheuerlich. Oder hat er dir etwa gefallen? Wenn er kein Journalist wäre?
Es war doch nur ein Späßchen. Lass uns nicht mehr drüber reden. Überhaupt nicht mehr drüber reden. Schön, dass du so eifersüchtig sein kannst. Und dass dich irgendwas mal aus der Ruhe bringt. Ich habe immer gedacht, du bist so ein Fels im Meer. Man müsste schon eine ganze Sprengladung auffahren, um dich zu erschüttern. Woher wissen Sie, dass da niemand wohnt? Das denke ich mir. Und? Was denkt er? Wer? Er. Sieht doch aus, als wolle er hinein. Hey, Freund. Amigo. Wohnst du hier? Hä? Der ist außer Betrieb, da wohnt niemand. Wissen Sie was? Ich lasse mich jetzt auf der Stelle von Ihnen zurückfahren und kümmere mich um gar nichts mehr. Können Sie endlich ruhig sein? Wie meinen Sie das? Ich bin ganz ruhig. Ich hätte einen ganz besonderen Wunsch. Ja? Ich würde sehr gerne. Gut. Nochmal. Es ist mitten in der Nacht. Es ist gerade 0:35 Uhr nach deutscher Zeit. Naja, eben. Ich liege im Bett. Ich beneide Sie. Ich bin gerade eingeschlafen. Und auf mich wurde gerade geschossen. Was? Wo sind Sie denn? Im Augenblick in einem hübschen Zimmer in einem ansprechend möblierten Haus in Lissabon. Na, keine Scherze. Was ist los? Das würde ich auch gerne wissen. Meine Identität ist aufgedeckt. Ich bin ja nicht mehr sicher. Ich komme zurück. Kümmern Sie sich um Luco dringend. Das ist ein arroganter Scheißer, der sich nicht reinreden lassen will. Moment, Strom. Ich muss nachdenken. Ich muss rauskriegen, wie Ihre Identität aufgedeckt werden konnte. Jedenfalls ist es passiert. Ja, und Sie sind sicher, dass es sich nicht um irgendeine Verwechslung handelt? Man hat an zwei verschiedenen Orten auf mich geschossen und man hat mich bewusst in eine Falle gelockt, Reiser. Das ist eine klare Sache. Da ist bei Ihnen etwas schiefgelaufen, Herr Kriminaloberrat. Unmöglich. Strom, ich bitte Sie, bleiben Sie da, wo Sie sind und machen Sie gar nichts. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. 475683 Lissabon. 475683, gut. Und versprechen Sie mir, Sie machen nichts, gar nichts. Was ist denn das? Das ist mein Mann. Er ist früher zurückgekommen. Nicht schimpfen, es ist nichts passiert. Das ist mein Cousin, er hatte kein Hotelzimmer. Ich kann dir alles erklären. Das ist ein Problem, das ist hier. Ich erkläre dir alles. Ja, was ist ein Problem mit deiner Familie? Was ist das? Die Kasse ist ja! Himmel, die Atomenten und Kermeiser ist die Kasse! Vergonne du mir, Kerl. Weiter! Ja! Und Kermeiser ist die Kasse! Sein die Atomenten! Himmel, die Atomenten und Kermeiser ist die Kasse! Weiter! Tut mir leid, wirklich. Ich werde jetzt Galm und Roland bei der Eurochem besuchen. Haben Sie mich avisiert? Ja, natürlich. Sie werden erwartet. Vorher noch mal Strom anrufen. Frau Ballmann, kommen Sie doch bitte mal her. Vielleicht ist er nicht gleich dran und mein Portugiesisch reicht nicht mal zum Guten Morgen sagen. Sie? Bon dia. Posso falar com il signor Strom? Ele está? Deixe mein Pasco, senhor Strom! Eu disse que a minha mulher seduziu-a. Se não tivesse visto, matava-o. Mas pode dizer a esse cavalheiro que a próxima vez que eu encontrar, mato! Ja, was ist los? Sie haben mich verrückt gefragt. Das war nicht nötig. Strom scheint da in eine private Affäre verwickelt zu sein. Das war ein eifersüchtiger Ehemann. Was? Er war ein Leuchtturm und ein Golfplatz. Der Chef ist sauer, Strom, dass Sie sich offensichtlich mehr um eine Frau als um Ihren Auftrag kümmern. Was ich auch, das ist ein Missverständnis. Ja, das ist uns inzwischen auch klar geworden. Nichts ist Ihnen klar geworden, Frau Pöhl. Sie nehmen sofort Kontakt auf mit dem Kriminaloberrat. Ich muss ihn sprechen. Ich rufe in einer halben Stunde wieder an. Es ist alles so, wie ich es Ihnen berichtet habe. Genau. Verdammt, aber Frau Pölzig, es gibt gleich Ärger. Strom, jetzt regen Sie sich doch nicht so auf.
Wir haben uns auch nicht gefreut, dass wir uns hier die ganze Nacht um die Ohren schlagen durften. Ich rufe in einer halben Stunde wieder an und dann will ich heiser sprechen. Das ist dringend. Das sollte Ihnen jetzt klar geworden sein. In casa deve ser do inglês. Vila inglesa, rumiar. Eu acho que não. É. Que, aqui mais para cima, aqui perto dos olhos de baixo. Sim, sim. Em princípio. Mas o melhor é não passar no meio da cidade, é vir por cima. Hat sich irgendetwas verändert? Was sagen Sie, Hannah? Natürlich nicht, Herr Professor. Bitte. Veränderungen sind gut, wenn sie von einem selbst ausgehen. Nicht von jemandem, der hierher kommt. Danke, Hannah. Wir fahren jetzt zum Golfplatz. Wie jeden Morgen. Nichts hat sich verändert, Vera. O que é que tu queres de mim? Eu não te quero mais ver na minha vida. Desaparece, porco, miserável, nojento. Ouvir a tua voz dá-me vontade de não sei de quê. Dá-me vontade de vomitar. Verme. Eu que estou estúpido. Gehen wir hier herein. Das ist Professor Lukos Zimmer. Da sind wir ganz ungestört. Bitte nehmen Sie Platz, Herr Reiser. Bleibt unterm Strich die Tatsache, dass unser Mann in Portugal nicht sehr weit gekommen ist. Professor Luco war zwar, warum auch immer, nicht sehr kooperativ, aber wie Sie schon sagten, in Portugal ist er in Sicherheit. Lassen Sie uns hier alle möglichen Wege genau durchchecken. Welche anderen Fahrtstrecken kommen noch in Frage? Wer kennt sie? Hat mich kaputt gemacht. Ich war sein Freund. Wir haben zusammen gearbeitet. Meine Ideen waren das. Das war meine Arbeit im Labor. Zibutan war meine Idee. Na, das scheint ja nicht so schwierig diesmal. Ich hab ihm vertraut. So, und warum nicht? Der Kerl muss da drüben in der Siedlung wohnen. In die Kliniken. Wer sagt das? Der junge Bursche. Ich bin sofort rein in die Siedlung, alles abgefahren, aber der Mann war wie vom Erdboden verschluckt. Er hat Zeit genutzt. Er ist ganz hochgestiegen. Ja? Der junge Mann hier meint, der Peter müsste da in die Siedlung gehören. Rausgekommen sei jedenfalls nicht wieder. Kann er ja gar nicht. Immer nur ihm. Was sagst du, Hannelore? Der ist in einem von den Häusern da verschwunden und jedenfalls nicht wieder rausgekommen. Ihn nur erledigen. Na, ich hätte das doch sehen müssen. Nur erledigen. Ist doch ganz frei da hinten. Du bist wahnsinnig. Du hast nie gesagt... Sauerei, was? ...dass ich beteiligt bin. Wenn ich so einen Kerl mal in die Finger kriege. Ein hübsches Mädchen und ganz jung. ...mein Projekt gewesen ist. Was machen wir denn damit, Chef? Du hast gelogen. Womit? Mit den Pilzen. Und wenn ich dich... Du. Dass sowas hier wächst? Du hast diesen... Kriminalpolizei, nicht wahr? Ja, mein Name ist Grabert. Vollmer. Und ihn dann einfach umgebracht. Herr Vollmer, wie lange sind Sie im Haus? Hm? Ich bin gerade von der Schule gekommen. Ich wollte Luco. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Wollte nur Luco. Ja, ich meine, seit wann sind Sie im Haus? Ja, wie lange ist es her? Halbe Stunde, Viertel? Um drei. Du hast in dem verdammten Labor die Hände nicht kaputt gemacht. Kann ich mal Ihre Schuhe sehen? Aber ich. Schuhe? Ja. Ja, die habe ich gerade ausgezogen. An. Na, dann holen Sie sie mal. Das brennt und juckt. Willi, komm mal her! Was ist denn los? Brennt wie Feuer. Na komm schon! Seit Jahren Polizei! Hab ich in der Firma gehalten. Wieso Polizei? Von mir können die doch nichts wollen! Na hoffentlich! Was heißt hier na hoffentlich? Lassen das mal rauskommen, was er will! Ich hätte es früher merken müssen. Ich wollte ihn erledigen. Was wollen Sie denn eigentlich? Verstehen wo waren Sie? Wie, wo ich war? Was erwarten Sie lassen Sie mich doch erstmal ausreden. Wie meinen Sie wo das? Waren Sie vor ungefähr einer Stunde, so gegen drei? Ich bin wieder auf den Leuchtturm gekommen und heiler Ort davon. Da war er hier, in der Küche hat er gesessen. Großartiger, freier Mitarbeiter in der Behörde. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich in Bewegung gut gebrochen habe. Schorsch, komm mal runter. Geh rauf und weg ihn. Der schläft nämlich noch, der arbeitet nachts. Wen suchen Sie denn eigentlich? Für mich? Danke. Wie gesagt, die sind ja geputzt. Ja, natürlich, ich putze immer meine Schuhe, wenn ich nach Hause komme. Ich denke, Sie haben geschlafen. Nein, ich habe nicht geschlafen. Haben Sie nicht gehört, dass nach Ihnen gerufen wurde? Muss ich gleich laufen? Wissen Sie, ich bin Kellner. Ich würde andauernd gerufen und muss flitzen. Hier muss ich nicht. Sie haben ein Zimmer da oben. Ja. Was haben Sie denn gemacht, wenn Sie nicht geschlafen haben? Ich lese gern, wissen Sie. Achso, das sieht man gleich. Ja, jetzt muss ich Sie auch fragen, wo waren Sie gegen drei? In meinem Zimmer oben. Warum sagst du nicht, wenn du wach bist? Ach, ich wollte keinen Kaffee, ich wollte nichts essen. Natürlich, nur wieder gesoffen und geraucht und nichts im Magen. Lass mich in Ruhe, Mama. Was ist denn überhaupt los? Mörder suchen sie. Im Wald hat einer eine Frau umgebracht. Und hier ist er verschwunden. Hier in der Straße. Von hier soll er sein. Ich weiß nicht. Wollten Sie das fragen? Ja, nicht direkt. Es würde mir schon helfen, wenn Sie mir sagen könnten, wo Sie um 3 Uhr waren. Na, oben war er. Stimmt das? Ja,
von den beiden machen? Schwer zu sagen. Er war zu weit weg. Was meinst du, Hannelore? Ja, der könnte es sein. Ja, so geht's ja nicht. Sie müssten schon genau sagen können, der ist es. Können Sie das? Nein. Vollmer, Nummer 16. Vollmer. Ach so, ich brauche ja noch die Schuhe. Kann ich mal die Schuhe sehen? Wieso Schuhe? Darf ich mal reinkommen? Guten Tag. Guten Tag. Kriminalpolizei, wie viele Leute wohnen hier im Haus? Wieso, wie viele? Ich. Sonst niemand? Sonst niemand. Meine beiden Kinder. Und noch eine Familie, aber die ist in Urlaub. Ist jemand zu Besuch? Nein. Sagen Sie, ist das Haus offen? Könnte sich da jemand versteckt haben? Versteckt? Also, die sind von Hausmann Nummer 19. Na, Herr Vollmer, was sagen Sie dazu? Ein Mörder wird gesucht. Bei uns. Tja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Weil er hier in der Straße verschwunden ist. Komm, steht da nicht rum. Geht rein. Schnell. Waren Sie die ganze Zeit über im Haus? Ja. Ich bin Lektor, wissen Sie. Ich arbeite für einen Verlag. Ich lese, schreibe. Können Sie von Ihrem Zimmer aus zum Wald rüber sehen? Ja, kann ich. Aber ich habe nichts gesehen. Was ist denn los? Guten Tag, Kriminalpolizei. Entschuldigen Sie die Störung. Ist was passiert? Ja. Wir suchen einen Mann, der da drüben im Wald eine Frau umgebracht hat. Und wie kann ich Ihnen helfen? Der Täter ist in dieser Straße verschwunden, in einem dieser Häuser hier. Aha. Wohnen Sie allein? Oder ist außer Ihnen noch jemand in diesem Haus? Ich habe mein Büro hier, sonst ist niemand hier. Jedenfalls niemand, der in Frage kommt. Hier verschwunden? Ja. Und eine Frau umgebracht? Ja. Darauf habe ich schon lange gewartet. Wie bitte? Na, nach dem, was sich hier im Wald so rumtreibt. Sagen Sie, woher haben Sie so dreckige Schuhe? Vom Garten. Darf ich fragen, was Sie da gemacht haben? Kaninchen gefüttert. Wollen Sie sie sehen? Was für ein Büro haben Sie eigentlich? Ein Steuerbüro. Die kann es natürlich auch gewesen sein. Warum? Weil sie Rosen anhat? Hallo, Sie da! Hey, Sie! Also hören Sie doch mal zu! Was macht ihr denn mit ihm? Lassen Sie ihn los! Sie glauben doch nicht im Ernst, dass mein Bruder was mit dem Mord zu tun hat! Warum denn nicht? Halten Sie sich doch da raus! Was geht denn Sie das an? Na, hören Sie mal, Sie sind ja gut, was mich das angeht. Da hat einer eine Frau umgebracht. Und hier aus der Straße soll er sein, der Kerl, der das getan hat. Und Ernie soll das getan haben? So harmlos ist er doch gar nicht. Und die Sache neulich mit dem Kind? Hören Sie nicht auf diese Frau. Fragen Sie doch mal, was mit Ihrem Sohn ist. Vorbestraft ist der. Oh, doch, Mama. Was soll ich lassen? Hörst du nicht, was die sagt? Hörst du nicht, was ich sage? Jetzt geht er. Warum nicht der? Hab keine Angst, Ernie. Warum bist du bloß weggelaufen? Er läuft nur weg, wenn er Angst hat. Komm, Ernie. Hol deinen Ball. Ja? Geh. Wohnen Sie da hinten? Ja, und ich war die ganze Zeit im Haus und Ernie war im Garten. Ich habe es immer gehört, den Ball, wenn er gegen die Wand schlägt. Ja. Er war die ganze Zeit da. Ach, hören Sie doch gar nicht auf die. Die tut doch alles für ihren Bruder. Alles. Aber fragen Sie doch mal, was neulich war mit dem Kind. Fragen Sie sie doch mal. Ach, sie meint das mit dem Baggersee, die Geschichte. Ja, was war denn da? Ach, ein Kind, ein Mädchen, 7 Jahre alt. Und Ernie hat sie ins Wasser geschubst. Er dachte, sie kann schwimmen. Er wirft seine Bälle ins Wasser, weil sie schwimmen. Er denkt, alles kann schwimmen. Ja. Reingestoßen hat er sie. Einfach reingestoßen. Ach, ein Tier ist ja das doch. Einfach ein Tier. Sowas darf doch nicht frei rumlaufen. Sowas gehört doch in eine Anstalt. Das ist doch eine Schande, dass sowas hier auf der Straße rumläuft und die Leute belästigt. Ich hab's gerade gehört von meiner Frau. Das ist ja ein Ding. Die suchen ihn hier bei uns? Was meinen Sie, was hier los ist? Abgeriegelt haben sie alles. Man kommt sich vor wie ein Verbrecher. Nehmen wir einfach die Schuhe weg. Jetzt sind Sie bei Vollmer drin. Warum denn ausgerechnet bei dem? Was hat denn der damit zu tun? Warum soll denn ein Lehrer weniger in Frage kommen als unser einer? 3:10, 2:30. 2:30 bin ich weg. Turnstunde war vorbei und dann bin ich los. Zu Fuß? Ja, ich gehe gern zu Fuß. Ich liebe das, weil es gesund ist. Naja, ich brauche eine Stunde. Das macht mir nichts aus. Und Sie sind über die Landstraße gekommen? Ja, habe ich ja schon gesagt. Was niemand bestätigen kann. Ach, bestätigen?
Meine Frau? Du hast mich doch sicher gesehen. Vom Küchenfenster aus, hm? Ich? Nein. Ja, aber du warst doch in der Küche. Da musst du mich doch gesehen haben. Ich habe nicht rausgeguckt. Nicht rausgeguckt? Nein. Ja, aber ich habe sie doch am Fenster gesehen. Das tut mir leid. Na ja, das ist ja nicht so wichtig. Ungewohnt, was? Was? Ja, Sie tragen doch sonst eine Brille. Ja, die habe ich im Moment verlegt. Auch würden Sie sie holen? Ja, natürlich. Das ist doch Ihre Lesebrille. Tja. Sagen Sie mal, was fragen Sie mich eigentlich andauernd nach meiner Brille? Die habe ich nicht, die habe ich irgendwo liegen lassen. Ja, aber Sie könnten sie auch verloren haben. Beim Laufen, beim über die Zäune klettern oder beim über die Gräben springen. Ich bin doch über die Landstraße gekommen. Meine Frau hat mich gesehen. Warum sagst du nicht, dass du mich gesehen hast? Du hast mich doch gesehen! Vom Küchenfenster aus! Du zuckst doch nicht mit den Schultern, Helga! Warum sagst du es denn nicht? Helga! Weil ich dich nicht gesehen habe, deshalb! Ach, deshalb! Hör mal zu. Hörspiele und Co. Retrozeit. Die lassen sich aber Zeit. Wird schon was froh sein, wenn es so lange dauert. Ich hab ja gleich gesagt, der Vollmer. Warum kommen denn die nicht raus von dem da? Hm? Vielleicht war der das, Hannelore. Ach, hör doch auf. Na, wissen Sie was? Ich müsste den bloß mal laufen sehen. So vor mir her, über eine Wiese. Ich könnte dann bestimmt sagen, der war's. Na, mit solchen Äußerungen würde ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde das sehen. Glaube ich. Hören Sie? Ja? Ich wohne auch hier. Hier in der Straße. Aha. Ich will nur mal fragen, ist das wirklich so? Der Kerl muss hier sein, hier in der Straße ist es. Ja, ja, da gibt's gar keine andere Möglichkeit. Na, das ist ja ein Ding. Kommt man nach Hause und hört sowas plötzlich. Von nichts eine Ahnung und dann sowas. In welchem Hause wohnen Sie? Da unten, Nummer 9. Ja, schau doch mal nach. Kadun? Ja, so heiße ich. Da war niemand zu Hause. Mhm. Meine Frau hat mich von der Bahn abgeholt. Ich bin gerade von München gekommen. Aber verstehen Sie doch, was das für uns heißt. Ja, ja, ich verstehe das sehr gut. Ja, wie steht die Sache denn nun? Oh, wir kriegen den Kerl schon. Ich habe ihn nämlich gesehen. Sie? Ja. Wie er vor mir herlief, durch den Wald und dann über die Wiese. Er war ungefähr so groß wie Sie. Wenn Sie einen Mantel an hätten, dann würde ich sagen, fast so wie Sie. Wollen Sie nicht mal aufhören, andauernd zu sagen, so wie Sie? Entschuldigung. Ewald, lass doch. Lass mich doch. Ich muss ihm doch sagen, was ich weiß. Sie meinen, es muss also ein Anwohner sein? Ja, so wie es aussieht, ja. Aus dieser Straße hier vielleicht noch? Anscheinend. Warum sagen Sie anscheinend, ja oder nein? Ja, sehen Sie, das sind unsere einzigen beiden Zeugen und die haben jetzt gesagt, es war hier. Hier in dieser Straße ist der Mann verschwunden. Ja, und rausgekommen ist er nicht wieder. Das kannst du doch gar nicht wissen. Wieso, hast du jemanden rauskommen sehen? Nein. Na also. Tja. So, darf ich mal durch, bitte? Wem gehört das Haus da drüben? Uns. Hausmann. Dann darf ich mal bitten, ja? Ich weiß nicht, was für einen Eindruck die Polizei von dir hat. Das weiß sie jedenfalls nicht, dass du eine Frau schlägst. Soll ich rausgehen? Soll ich Ihnen sagen, mein Mann schlägt mich? Er ist nett. Alle Leute sagen, ein netter Mann, dieser Vollmer. Denn keiner weiß, dass dieser Mann imstande ist, eine Frau zu schlagen. Und wer sie schlägt, kann sie auch umbringen. Was können Sie denn von denen wollen? Das wundert Sie? Nur kein Neid, wir kommen alle dran. Wieso, wieso? Was ist denn nun mit Vollmer? Das ist doch einer von den Männern, die hier gewesen sind. Das sind doch nur ein paar. Und einer davon ist Vollmer. In der Küche fanden wir Pilze, Steinpilze, die Vollmer auf Befragen zugab, im Wald gepflückt zu haben. Was? 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 Hast du das gehört, Hannelore? Ja, Ewald, aber ich muss jetzt nach Hause. Die will nach Hause. Mensch, du wirst doch gebraucht hier. Wir beide, wir haben das doch alles gesehen. Und du willst nach Hause. Typisch. Ja, ist er. Vorbestraft. Na und? Ist ein Jahr her. Und seitdem hat er nichts mehr getan. Überhaupt nichts mehr. Was war's denn? Diebstahl. Weiter nichts? Na, reicht Ihnen das nicht? Na kommen Sie, ich muss ja sonst noch nachfragen. Was war's denn noch? Eine Körperverletzung. Und? Er rauft eben gerne. Wollen Sie sich nicht setzen? Was ist denn mit Frauen? Was war denn das? Frauen? Ist doch ein junger Mann, ist ganz normal. Natürlich hat er was mit Frauen. Andauernd hat er was mit Frauen. Viel zu viel. Also wenn Sie mich fragen, der muss nicht in den Wald gehen, wenn er sich ein Vergnügen leisten will. Komm, komm, Mutter. Was sagst du, komm, komm? Mit komm, komm ist hier nichts getan, weil es ein Mord ist, Willi. Also ich habe so das Gefühl, irgendwas ist da noch. Was ist denn da noch? Gar nichts.
Bloß weil er meine Frau belästigt haben soll. Ach, so ist das. Sie sind einschlägig vorbestraft. Einschlägig? Ich habe niemanden umgebracht. Ach, und die Frau, die war ja nicht ganz bei Trost war die. Erst macht sie so einem jungen Kerl Avancen. Und der geht natürlich los. Und wie es denn so weit war, dann sagt sie plötzlich, sie will nicht. Na, und nun sagen sie, ihr hättet angefasst und am Hals gehabt und alles Mögliche. Die stürzen aus dem jungen Kerl ins Unglück, diese Waldstücke. Ist in Ordnung, Mama. Ich war's ja nicht. Ich war ja nicht im Wald. Nein, natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich so aufreg. Wir haben ja hier gesessen. Ja, wo? Ja, da und da. Ja, was haben Sie gemacht? Wie gemacht? Ja, Sie werden ja irgendwas gemacht haben, ne? Ach so, ja. Hier habe ich gesessen und Gemüse geputzt und er hat Zeitung gelesen. Ein Haus, in dem viel gelesen wird. Haben Sie auch die Zeitung gelesen? Nein, ich habe gelernt. Ich lerne Französisch. Wenn Sie gestatten. Willst du jetzt was essen? Nur Kaffee. Ja, Christenkaffee. Haben Sie den Mörder noch nicht? Nein. Was sind Sie gleich vom Beruf? Ach ja, Kellner. Oberkellner. Und wo arbeiten Sie? In der Bahamas Bar. In einem Nachtclub also? Ja. Hä? Haben Sie es rausgekriegt? Was? Dass die schon mal eine Frau angezeigt hat. Ja, haben sie. Nein. Aber er war es nicht. Umbringen tut er Frauen nicht. Weil er zu feige ist. Warst du mal Feuer? Er wollte dein Scheißfeuer selber. Verprügeln ja. Aber mehr auch nicht. Er ist einfach. Oh, danke. Einfach zu feige dazu. Ja, da hast du ganz recht. Da hat er recht. Du gibst ihm auch noch recht? Das ist doch gut für dich. Ach, jetzt reicht's mir aber wirklich. Ein feiger Schwein, mehr auch nicht. Ach, komm her. Auseinander! Nein! Auseinander! Du Löwes! Ach, auseinander! Ach Gott, so sind sie nun. So waren sie immer von klein auf. Lass mich nicht doch her. Wie Hund und Katze sind sie. Vielleicht warst du's. Sie waren nicht oben. Nein, Herr Kommissar. Es ist mir nicht recht, dass das herauskommt. Ich wollte mir Schwierigkeiten ersparen, was Sie verstehen werden. Wo waren Sie dann? Ach, ich bin ein bisschen rumgegangen. Draußen. Draußen? Waren Sie im Wald? Nein, ich hasse Wilder. Ich bin nicht der Typ für Waldspaziergänge. Wo sind Sie denn rumgegangen? Im Garten war er. Ich habe ihn durchs Küchenfenster gesehen, das kann ich beschwören. Na komm, schwör keine Meinheit, Mutter. Bist du verrückt? Einer muss es doch sein. Ich würde Ihnen vorschlagen, lieber Kadun, Sie warten es ab. Die Polizei nimmt sich ja einen nach dem anderen vor. So tüchtig sehen die nicht aus. Was kriegen Sie denn raus? Haben Sie was rausgekriegt? Ich wette, Sie kriegen nichts raus. Das würde ich nicht sagen. Der aus dem Haus da, der kommt nämlich schon in Frage. Der war im Wald und hat auch Pilze gesammelt. Was? Na und? Der geht doch öfter durch den Wald, wenn er von der Schule kommt. Das muss doch nichts bedeuten. Das muss nichts Na, hören Sie mal. Bärbel, hast du gehört? Vollmer hat da Pilze gesammelt. Na und? Was heißt na und? Wo ist er denn? Warum versteckt er sich denn? Der versteckt sich doch. Warum tut er das? Gut, lass doch, die Polizei wird schon. Warum? Du hast doch gehört, Bärbel. Vollmer war im Wald, hat da Pilze gesammelt. Die hatte doch auch Pilze, ne? Ah, jetzt nehmen Sie sich Heirich vor. Der war also auch hier. Wollen Sie dem vielleicht einen Mord zutrauen? Warum nicht? Kurt. Ja, was Kurt? Hier ist eine Frage gestellt worden, ob ich Heirich einen Mord zutraue und ich überlege das. Kann man? Ausgeschlossen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum man darauf aus ist, den Mörder unter uns zu suchen. Das muss ein Fremder gewesen sein. Aber Sie hören doch, was Sie von der Polizei gesagt haben. Der muss von hier sein. Und warum soll Heirich nicht in Frage kommen? Ich frage nur, wie ist denn der mit Frauen, seit er geschieden ist? Ach so, und da wurden die Kinder Ihnen zugesprungen. Ja, weil die Schuld lag bei ihr. Sie ist mir einfach weggelaufen. Helga, wen haben wir denn jetzt? Lambert. Wieso, war das nichts mit dem? Nein. Aber der Mann da drüben, der hat was ganz Interessantes gesagt. Na, was hat er denn gesagt? Der Mann da drüben, da, der hat gesagt, seit der aus dem Haus da geschieden ist, macht er dauernd ganz komische Sachen. Stellt dauernd allen Frauen nach. Ach, wollen Sie bitte mal herkommen? Ich? Ja. Warum mischst du dich da ein? Was tue ich denn? Du mischst dich ein, statt ins Haus zu gehen. Ich gehe nicht ins Haus. Warum soll ich ins Haus gehen? Lass mich in Ruhe. Du siehst doch, der Kommissar will was von mir. Ja, bitte? Vielleicht ist das nicht wichtig, aber
Der Heinrich, der Lektor da, er ist wie verrückt mit Frauen. Hm. Der Mann geht Frauen nach. Er geht in Lokale, Tanzlokale, nur um Frauen ansprechen zu können. So, tut er das. Ja, fragen Sie mal, auf welche Weise der das macht. Der belästigt sie. Er geht ihnen einfach nicht aus dem Weg. Der Mann ist, wie eine fixe Idee ist das. Er geht hier in der Straße rum, klingelt, klopft, fragt nach, was ihm gerade einfällt. Irgendeinen Vorwand hat er immer, nur um mit Frauen sprechen zu können. Fragen Sie doch mal meine Frau. Die wird ihn gar nicht wieder los. Und wenn sie sagt, nun müssen Sie aber gehen, Herr Heinrich, wissen Sie, was der sagt? Sie mögen mich wohl nicht, was? Genauso. Kann vielleicht auch sein, dass es der Vollmer ist, weil er ja Pilze gesammelt hat, im Wald war. Das ist vielleicht noch wahrscheinlicher. Ja, ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihre Bemühungen. Sie heißen? Kadun, Kurt. Kurt Kadun. Ja. Sag mal, was macht eigentlich der Schorsch Hausmann da? Ja, das sehe ich auch schon die ganze Zeit. Ja, also wen haben wir jetzt? Lambert, Frau Lambert. Ja. Ach, nur ein paar Fragen. Hier? Nein, wo wohnen Sie? Da drüben. Gut, dann gehen wir dahin. Tja, was haben Sie denn da? Kaninchen? Sie lieben Tiere, ja? Ja. Na ja, wenn ich mal pensioniert bin, dann schaffe ich mir vielleicht auch sowas an. Obwohl, ich habe nicht zu viel Platz. Vielleicht auch nicht zu viel Geduld. Wenn Sie keine haben, dann sehen Sie sich das bloß an. Die sind Menschen. Tja, Sie mögen Ihre Nachbarn nicht, was? Das beruht auf Gegenseitigkeit. Leben Sie allein? Ja, ich... Erwin! Geh weg da! Ist also doch noch jemand im Haus? Mein Sohn. Warum haben Sie das nicht gesagt? Sie suchen doch jemanden, der für einen Mord in Frage kommt. Mein Sohn ist krank, er ist bettlägerig. Wie alt ist er denn? 18. Und was fehlt ihm? Das weiß man nicht genau. Gliederschmerzen, eine spasmische Lähmung. Eine neurotische Sache, er kann nicht gehen. Aber er stand am Fenster. Auf Krücken. Tag. Tag. Keller. Lambert. Verzeihung, Mutter. Ich war neugierig. Wollte sehen, was da eigentlich passiert ist unten. Polizei, nicht wahr? Ja. Ich hab's mir gedacht. Nicht, dass Sie so aussehen. Wollen Sie sich nicht setzen, bitte? Aber es gibt keine andere Erklärung. Naja. Ich höre Autos, Stimmen, da laufen Leute hin und her. Wenn man wie ich den ganzen Tag im Bett liegt, wissen Sie, dann lernt man unterscheiden, ob es normaler Lärm ist oder nicht. Was ist passiert? Im Wald wurde eine Frau ermordet. Ach ja? Das ist ein Kommissar von der Kriminalpolizei. Man sucht den Täter hier in der Straße. Ja? Endlich passiert mal was in dieser Gegend. Was für eine Frau ist das? Eine junge Frau, die Pilze sammelte. Kennt man sie? Die heißt Erna Muhring. Und wohnt 2 Kilometer von hier. Erna. Sie kennen sie? Und ob ich sie kenne? Mein Gott, die Erna. Sie geht auf Steinpilze immer um diese Zeit. Wir sind mal zusammengegangen. Pilze sammeln. Ich erinnere mich nicht, dass du jemals mit Pilzen nach Hause gekommen bist. Ich habe sie immer ihr gegeben. Ist ein hübsches Mädchen. Erzählen Sie. Ist groß, blond, schlank, Taille sehr eng. Ein sehr kurzer Rock, rot. Sie hat wunderbare Beine, aber Faust liegt dahinter. Ich weiß nicht, warum du das erzählst. Ist doch vielleicht wichtig für die Polizei. Ja, das ist wichtig. Sie hatte tatsächlich einen kurzen roten Rock. Heute. Hat sie gerne rote Röcke und weiße Blusen. Hatte sie eine weiße Bluse an? Ja, sie hatte eine weiße Bluse an. Sehen Sie. Chef! Wollen Sie mal sehen? Die Brille des Herrn Vollmer, nehme ich an. Hier hat er sie verloren. Und hier ist auch der Mörder langgelaufen. Hast du das gehört, Hannelore? Jetzt haben wir es. Der Lehrer war es. Der kam mir gleich so komisch vor. Weißt du noch, wie ich gesagt habe, der war es? Naja, jetzt haben wir ihn ja. Ja, langsam, langsam. Aber ich habe ihn noch gesehen. Ja, nur haben Sie ihn nicht erkannt. Jetzt, wo die Brille gefunden wurde, da sagen Sie, der war es. Na, also so leicht geht das nicht. Aber das ist doch ein starkes Indiz, die Brille. Ja, natürlich ist es das. Weiter. Ich bin kein glücklicher Mensch, Herr Kommissar.
Wer ist das schon? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe mir immer Mühe gegeben, aber ich hatte nie Erfolg mit meinen Bemühungen. Was meinen Sie jetzt? Nee, so alles, Herr Kunze, alles. Die Schule. Ich komme einfach nicht vorwärts. Man übergeht mich. Naja, ich bin kein Typ, den man da oben sehen will. Mich nicht. Nicht mich. Naja, ich habe nicht die Art, die man so braucht. Man mag mich nicht. Ich bin nichts, bin eben nichts, bin einfach nichts. Auch zu Hause bin ich nichts. Naja, jemand, den man nur betrügen kann. Ich bin durch den Wald gegangen. Ich habe mir gedacht, dass nicht so früh nach Hause kommen. Er ist noch da. Er kommt immer um die Mittagszeit, wenn er ausgeschlafen hat. Wer? Der Kellner von gegenüber. Der Hausmann? Ja. Dann warum nehmen Sie sich den Mann nicht vor? Vornehmen? Was soll ich denn? Soll ich mich prügeln? Das kann ich nicht. Sie sind also nicht nach Hause gegangen, nur weil Sie wussten, dass der Liebhaber Ihrer Frau im Haus war? Ja. Ich traf dann das Mädchen. Sie sammelte Pilze. Und ich sagte dann, oh, wo gibt's denn hier diese schönen Pilze? Und sie sagte, naja, die wachsen doch überall hier. Und dann sagte sie noch, gehen Sie mal darüber. Und dann hab ich auch Pilze gesammelt. Und das Mädchen? Ging weiter. Die sind nicht zusammengegangen? Nein. Ich wäre gerne. Aber dann habe ich mir gedacht, na, das ist auch wieder so jemand, der dich nicht mag. Weiter. Ja, ich habe dann Pilze gesammelt und plötzlich hörte ich rufen. Jemand schrie, bleiben Sie stehen, Sie Schwein. Und ich dachte, na, was ist denn da los? Und dann ging ich da in die Richtung, aus der die Stimmen kamen. Und da sah ich zwei junge Leute durch den Wald laufen. Und dann hab ich sie gesehen. Das Mädchen. Die lag auf dem Boden und war tot. Dieses wunderhübsche Mädchen, das war tot. Und dann hörte ich einen Wagen wegfahren, dann bin ich gerannt. Und dabei haben Sie die Brille verloren? Ja, ja, und ich habe nicht gewagt, sie zu suchen, wenn Sie das verstehen. Jetzt müssen Sie mich verhaften, was? Warum? Sie laufen ja nicht weg, oder? Nein. Also ich würde ihn mitnehmen. Die Brille lag doch praktisch nur ein paar Schritte von der Toten entfernt. Ja, der Samenbahn. Sie glauben, was er sagt? Er hat ein paar echte Töne. Aber echte Töne haben sie ja alle, wenn die Fantasie ihnen helfen muss. Na, fassen wir doch mal zusammen, was gegen ihn spricht. Der Mann hat Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Niemand mag ihn. Beruflich nicht, privat nicht. Frauen mögen ihn nicht. Seine eigene Frau betrügt ihn. Ja. Und? Na, der Mann hat einen Gefühlsstau, das ist doch klar. Er schleicht im Wald rum, weil er sich nicht nach Hause traut, weil er seine Frau nicht überraschen will. Man muss sich mal vorstellen, was in diesem Mann wirklich vorgeht. Und dann trifft er so ein Mädchen im Wald. Hübsch, aufreizend. Kein Kind von Traurigkeit. Sagen Sie mal, hören Sie hier vielleicht zu? Ja, warum? Weshalb? Du lass doch, Walter. Warum sollen Sie denn nicht zuhören? Sie gehen ja voll mal auf. Also. Ja, natürlich. Sind ja schließlich alte Nachbarn, die sich lange kennen. Ja. Ja, wir sprachen gerade über Vollmar und dass der Mann Ärger hatte zu Hause. Ja, ich habe die Überlegung da gehört. Entschuldigen Sie, mitgehört. Dass so ein Mann plötzlich einen Kurzschluss kriegt, das leuchtet doch ein. Ja, aber der Vollmar ist doch eigentlich ein ängstlicher Mensch. Ängsten? Ja, ja, aber wenn so ein Mann gepackt wird von Wut, Enttäuschung und... Ich meine, das heißt doch nichts ängstlich. So ein Mann sieht auf einmal rot. Na, so kommen wir doch nicht weiter. Ja, warum? Man muss sich diese Gedanken machen. Ja, und so ängstlich ist der gar nicht. Na, der ist doch nicht ängstlich, der Vollmer. Na, das ist doch schon eher ein Würstchen. Was? Aber seine Brille hat da gelegen. Das muss man doch berücksichtigen, in Rechnung stellen. Sie hat da gelegen, wo die Tote gelegen hat. Ja, gilt denn das nichts? Gott, nun regen Sie sich mal wieder ab. Verzeihung, aber das ist doch wirklich meine... Wir arbeiten in der Stadt. Man muss sich doch verlassen können, meine ich, dass zu Hause nichts passiert, nicht? Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist der Grund, weswegen mich das... Na, Sie hauen Ihren Nachbar jedenfalls ganz schön in die Pfanne. Wenn da seine Brille gelegen hat... Er hat nicht nur eine Brille gelegen, wir haben auch einen Ball gefunden. Ein Kinderball. Ball? Was für ein Ball? Ein Kinderball? Er gehört dem Malzka. Dem Schwachsinnigen? Mhm. Ach nee.
Kommt der auch in Frage? Ach ja, natürlich. Der Malzka, der hat überhaupt kein Gefühl für das, was er tut. Ein kompletter Idiot. Der war im Wald? Sein Ball war im Wald. Der kann es natürlich auch gewesen sein. Weil nämlich, der Junge hat neulich ein kleines Mädchen in einen Baggersee geworfen. Ja, da gibt's eine Menge Geschichten über den. Das kann ich bestätigen. Er ist nicht so harmlos, wie er tut. Bestimmt nicht. Wenn sein Ball im Wald gelegen hat, das wusste ich ja gar nicht. Was, was? Ball? Der Ball von Ernie Malzka. Ich höre das gerade. Der Junge ist doch gefährlich. Niemand hat was gesagt, weil man will sich nicht einmischen. Die Irene Malzka hängt an dem Jungen. Aber richtig ist das nicht, dass der Ernie sozusagen frei rumläuft. Na, das ist ja eine Wendung. Eine Wendung? Na, ich weiß nicht. Also, ob man da Wendung sagen kann. Na, wir haben ja immerhin noch den Herrn Heirich. Ja, diesen Büchermenschen da. Ja. Sie selbst haben doch gesagt, dieser Mann sei Ihnen aufgefallen. Ja, ja. Ja, warten Sie mal. Wir haben es ja hier, genau. Ja, seit er geschieden ist, sagten Sie, sucht er die Nähe von Frauen. Und gerade von denen, die tagsüber allein sind. Ja, ja, tut er. Belästigt sie. Was? Ja, wissen Sie das denn nicht? Ist der Heirich? Ja, natürlich, dieser Mann. Ich weiß es. Hören Sie sich mal um. Fragen Sie doch mal, weshalb seine Frau ihm davongelaufen ist. Ja, wissen Sie es. Was meinen Sie, wie oft diese Frau weinend aus dem Haus gelaufen ist? Ich hab's von meiner Frau. Der Schweinebraten wäre jetzt fertig. Haben wir ja schon Zeit? Ja, kommst du nur endlich her damit. Toni, du weißt das doch auch. Der Heirich. Was der manchmal angestellt hat mit seiner Frau. Hier im Lokal. Ja, ja. Heirich? Was geht's dir auf den Heirich los? Ja, natürlich, der. Ja, der hat hier mal seiner Frau ein Glas Bier ins Gesicht geschüttet. Ja, ja, das stimmt. Sieht so bescheiden aus, der Mann. Die ist jetzt rübergezogen zu ihrer Mutter, die Frau Heirich. Na, sollen. Man kann sie ja mal anrufen. Gib doch mal ein Telefonbuch, Toni. Was der alles angestellt hat mit ihr. Die sagt es. Ja, holen Sie doch mal das Geld. Das muss doch geklärt werden. Und mir gibt's uns Schnaps, Toni. Der Erwin Lambert. Der liegt nicht immer im Bett. Das weiß doch jeder. Sagen Sie mal, Vollmer. Die Krankheit ist doch nur... Das hat er sich doch nur ausgedacht, um seine Mutter zu quälen. Ich bin kein Psychiater, ich weiß nicht warum, aber... Ich habe ihn mal gesehen. Im Wald. Saß da, sah mich an, grinste. Ich sag, was machst du hier? Bist du nicht krank? Er sagte, ich war im Loch. Späße, was? Noch ein Schnaps, Toni. Ja, ja, so ist das nämlich. Und noch etwas. Ja. Erwin Lambert kennt das Mädchen. Was? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Der kennt Sie? Er hat mir erzählt, dass er Sie kennt. Und was los ist mit ihr? Dass sie nämlich, ich sag nur seine Worte, dass sie Spaß dran hat. Ich konnte mehr als Pilze sammeln. Hat Erwin selber gesagt. Ein Schnaps, Gott. Danke. Was sagen Sie, Herr Kasun? Wo arbeiten Sie eigentlich? Bei Siemens, Datenverarbeitung. Ich möchte gerne etwas fragen. Ja, bitte? Warum bieten Sie mir eigentlich andauernd Mörder an? Was, was, was? Ja, das tun Sie doch. Vollmer zum Beispiel, Jäger. Wenn so ein Mann gepackt wird, von Wut, von Enttäuschung, so ängstlich ist er gar nicht. Seine Brille hat doch da gelegen, da wo die Tote lag. Ja, gilt denn das gar nicht? Wer hat das gesagt? Sie? Entschuldigen Sie, ich muss doch das... Dann boten Sie mir auch noch den Schwachsinnigen an. Ja. Der Junge ist doch gefährlich. Nicht richtig, dass der frei herumläuft. Ja. Sie sagen mich anders, wollten Sie sagen? Nehmen Sie ihn doch. Nehmen Sie ihn noch mit den Jungen. Sie nehmen ihn nicht? Na, da hätte ich ja dann noch den Herrn Heirich. Der Mann sieht ja so bescheiden aus und der belästigt Frauen. Ja, wieso? Das tut er doch. Ich habe doch nichts anderes gesagt. Und dann haben Sie mir noch jemanden angeboten. Erwin Lambert zum Beispiel. Ich habe ihn gesehen. Er saß im Wald, grinste. Ich sag nur seine Worte. Die konnte mehr als Pilze sammeln. Ja, das habe ich gesagt. Na und? Warum haben Sie mir eigentlich so verzweifelt all diese Leute angeboten? Wieso verzweifelt? Verzweifelt, Herr Kadu. Ja, was heißt verzweifelt? Ich weiß nicht, ein junges Mädchen geht durch den Wald und sammelt Pilze. Und begegnet seinem Mörder. Der Mörder steht noch gebeugt über der Toten, als er plötzlich einen Wagen ankommen hört, Stimmen hört. Er weiß nicht, was er tun soll. Er versteckt sich erstmal. Aus dem Wagen steigt ein junges Mädchen und sieht die Tote. Ihr folgt ein junger Bursche. Der Mörder ist wie gefangen in einer Falle. Er weiß nicht, hat das junge Mädchen ihn gesehen oder nicht. Er verliert die Nerven und rennt. Der junge Bursche hinterher. Er ruft noch, bleiben Sie stehen, Mensch! Aber der Mörder rennt und rennt wie ein Verrückter durch den Wald, über die Felder, durch die Wiese, direkt auf sein Haus zu. Der Mann sucht einen Ausweg, sucht verzweifelt einen Ausweg. Sie stiegen in Ihren Wagen, während der Mörder die Straße entlang lief und plötzlich verschwunden war. Ja. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Nein. Ja, das heißt doch, eine Frau.
diese Frau da. Sie fragte mich, suchen Sie jemanden? Dann kam ein Auto und da saß eine Frau am Steuer. War es diese Frau? Ja, es war diese Frau. Ach, kommen Sie doch bitte mal zu mir, Frau Cardun. Wo sind Sie denn heute Nachmittag um drei mit Ihrem Wagen hingefahren? Ich hab meinen Mann vom Bahnhof abgeholt. Um drei? Da kam noch gar kein Zug. Ja, ich wollte... Was dachten Sie, was wollten Sie? Ich wollte einkaufen. Wo? In Giesing. Ach, in Giesing? Ja. Kennt man Sie dort? Ja, natürlich. In welchem Geschäft waren Sie da? Ich war in mehreren Geschäften. Noch umso besser. Dann wird ja irgendjemand bezeugen können, dass Sie heute Nachmittag zwischen drei und vier dort eingekauft haben. Ja. Nehmen Sie mir die Geschäfte. Ja, da war... Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich werde Ihnen sagen, was Sie gemacht haben. Sie haben Ihren Mann nicht von der Bahn abgeholt, sondern Sie haben ihn hingebracht. Und zwar nach Giesing. Damit Ihr Mann schön gemütlich in Giesing einsteigen kann, um hier aussteigen zu können. Also ganz normal, wie jeden Tag. Wieso denn? Meine Frau mich weggebracht? Ja, wie denn? Ich nehme an, im Kofferraum. Das ist doch Unsinn. So, da stellen Sie mir was für die... Ich war... Na, wo waren Sie? Bei Ihrer Firma? Sollen wir nachfragen morgen früh? Ich wäre nie dahinter gekommen, wenn Sie nicht so unglaublich hartnäckig immer versucht hätten, mir andere als Mörder aufzudrängen. Und Sie haben das Mädchen gekannt. Sehr gut sogar, nehme ich an. Das Mädchen, von dem Erwin Lambert behauptet, sie hätte Spaß daran. Warum haben Sie sie umgebracht? Sie wollte plötzlich nicht mehr. Sie wollte Schluss machen mit mir. Auf einmal, ohne Grund. Da habe ich zugedrückt. Und Ihre Frau? Was für meine Frau? Warum hat Ihre Frau Sie dann gedeckt? Sie hat mich gedeckt. Er hat mich belogen. Seit Jahren geht das so mit diesem Mädchen. Er hat immer behauptet, sie lässt ihn nicht in Ruhe. Sie erpresst ihn. Sie macht einen Skandal. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, er hat eine schreckliche Dummheit gemacht. Und sie hätte ihn angefallen wie ein wildes Tier. Und da habe ich... Aber das wissen Sie ja. Tja, das weiß ich.